Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute gibt es wieder ein neues Video und zwar möchte ich ja meine eigene, also meine Lieblingstabelle machen mit den Puzzlebällen hier. Jo, dann schauen wir mal. Ich hole jetzt schon mal hier meinen Lieblingsverein natürlich. Bayern kommt bei mir natürlich auf Platz Nummer 1. So, dann sage ich mal, kommt auf Platz Nummer 2. Der BVB. Dann würde ich sagen, kommt als nächstes für mich Gladbach. Ich spiele im Moment einen guten Fußball, ganz einfach. Dann würde ich sagen, kommt Frankfurt. Die haben auch eine super Saison gespielt bis jetzt. Und für mich auf Platz Nummer 4. So, hier oben ist noch eine Kugel. So, dann gehen wir mal hier rüber. Warum geht das hier so? So, seht ihr es? So, hier ist noch Platz 6 und dann kommt nichts mehr. So, auf Platz Nummer 5 mache ich die Hertha. So, Platz Nummer 5. Platz Nummer 6. Da nehme ich Schalke 04. So, Platz Nummer 6. Dann kommen wir hier zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist für mich Leipzig. Dann Platz Nummer 8 nehmen wir Bayer Leverkusen. So, dann kommen wir zu Platz Nummer 9. Da kommt für mich die TSG aus Hoffenheim. So. Dann kommen wir schon zu Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist für mich Wolfsburg. Am Platz Nummer 11. Platz Nummer 11 ist für mich Werder Bremen. So, dann kommt Platz Nummer 12. Dann nehme ich den VfB Stuttgart. Platz Nummer 13. Hole ich Hannover 96. Dann Platz Nummer 14. SC Freiburg. Dann Platz Nummer 15. Der FSV Mainz 05. Dann Platz Nummer 16. FC Augsburg. Platz Nummer 17 ist für mich Nürnberg. Und Platz Nummer 18 ist für mich Fortuna Düsseldorf. So, das wäre jetzt hier meine Wunschtabelle. Ja, einiges könnte man vielleicht noch ändern, aber ich denke mal, so wäre jetzt meine Wunschtabelle. So. Ich weiß, die drehen sich eh wieder, aber egal.
So, Platz Nummer 1 Bayern, dann Dortmund, dann Gladbach, dann Frankfurt, dann die Hertha, dann Schalke, dann kommt Leipzig, dann kommt Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Bremen, Stuttgart, dann kommt hier Hannover, dann kommt Freiburg, Mainz, Augsburg und Nürnberg und dann als letztes Düsseldorf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie erstellt hättet, ob ihr es auch so gemacht hättet oder etwas anders. Also ich finde meine Tabelle so in Ordnung. Ja, dann sage ich mal, bis irgendwann. Ich weiß noch nicht, ob morgen wieder was kommt. Aber dann sage ich mal, ciao, Kakao.